Hallo, mein Name ist Christian Walter von Trainvola und heute würden wir Ihnen gerne einmal die fünf wesentlichen Vorteile der TradeStation Securities Plattform vom US-Broker TradeStation Securities darstellen, zeigen. Ich glaube, einige von Ihnen kennen wahrscheinlich schon die Plattform selbst und hier haben wir jetzt mal fünf verschiedene Dinge ausgesucht. Ich würde mal direkt mit dem ersten starten. Nicht zu verwechseln, das ist hier die TradeStation 10.0, wirklich direkt von TradeStation Securities in den USA, also hat nichts zu tun mit TradeStation Global. Und eins der wesentlichen Vorteile, die ich sehr häufig benutze hier, ist das Chart Trading. Das heißt, Sie haben hier wirklich die Möglichkeit, relativ einfach im Chart Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Wir gehen vielleicht mal auf einen anderen Wert. Wir gehen mal auf Beyond Meat mit dem Symbol BYND und kaufen das mal direkt mit einer Market Order. Vielleicht keine 500 Stück. Order fill. Stück und jetzt können wir hier ganz einfach hergehen, sagen, wir wollen das Ganze in irgendeiner Weise absichern mit einer Limit. Mit einer Stop-Order. Scrollen wir mal ein bisschen raus. Order fill. Jetzt waren wir doch ein bisschen zu langsam. Machen wir es gleich nochmal. Machen wir vielleicht eine ganz einfache Order, die wir hier gleich wieder verschieben können. Gehen wir einmal her und platzieren unsere. Jetzt schon ausgeführt. Order filled. So, jetzt haben wir nochmal Long eingestiegen. Ich platziere jetzt nochmal die entsprechende OCO, oder? Können wir nicht sehen, hier mit einem einfachen Klick. Können wir das die Limit und die Market Order einfach verschieben. Das heißt, im Prinzip durch die Tools, die Sie auf der rechten Seite sehen, können Sie auch einen Trading Stop setzen, direkt Gewinn mitnehmen. Oder wenn wir jetzt merken, okay, das Ganze geht doch nicht in unsere Richtung, kann ich sofort die Richtung ändern, indem ich die Position schließe und in eine Short-Position wechsle. Also das Chart-Trading-Tool finde ich wirklich sehr gut gelöst hier. Aber Charting an sich ist, glaube ich, eine Sache, die insgesamt einen Riesenvorteil darstellt, wenn wir sehen, wie viele Indikatoren hier standardmäßig mit integrierbar sind, ist das, glaube ich, schon eins der Plattformen, die hier die meisten Möglichkeiten darstellt. Wir haben da auch wirklich dann die Möglichkeit, das Ganze noch anzupassen an unsere Voraussetzungen. Das wird sagen, wir nehmen vielleicht ein 50er Moving Average, passen das auch noch ein bisschen von der Farbe an. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze hier recht einfach mit anzupassen. Also Charting als solches mit dem Chart Trading, mit den ganzen Indikatoren, die möglich sind, wirklich ein Riesenvorteil. Das nächste ist das wirklich vollautomatisierte Handeln. Der ist hier in der TradeStation Securities auf den Märkten, die jetzt handelbar sind, durchführbar. Wir können hier auch genauso rechte Maustaste über Add Strategy reingehen. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen hier, weil wir gerade dabei waren, auch nochmal Moving Average als Einstiegssignal. Oder bräuchten wir natürlich noch zwei, drei Ausstiegstools. Nehmen wir den Stop Loss. Und dann noch ein Profit Target.
Target, dann haben wir zumindest mal eine Strategie jetzt eingefügt, die ein Stop-Loss, ein Profit-Target, ein Einstiegsszenario hiermit mit darstellt, mit dem wir dann auch dementsprechend arbeiten können. So, das geht nicht nur zum Backtest, Sie können hier wirklich sagen, vollautomatisch, müssen das alles dementsprechend einstellen. Ganz wichtig, man kann natürlich hier auch dementsprechende Optimierungen fahren, Backtests fahren über einen sehr langen Zeithorizont. Also es ist nicht nur das Charting an sich, sondern auch die Strategien und die Daten natürlich. Sie haben hier auf ein halbes Jahr Tickdaten, die Sie abrufen können als Historie. Im Minutenbereich können wir mehrere Jahre zurückgehen. Also sind wirklich hier von den Daten auch alles sehr sauber aufgearbeitet, was natürlich für eine automatisierte Strategie maßgeblich oder Grundvoraussetzung ist. Von daher kann man eigentlich sagen, Charting mit Strategien und mit den Daten, die hier zur Verfügung gestellt werden, leider natürlich nur für die US-Aktien oder halt für die Future-Märkte, die Sie handeln können, sowie auch bei Aktien natürlich auch dementsprechend die Aktienoptionen für zumindest alle US-Titel. Also das sind die ersten zwei wirklich großen Vorteile, die sich immer wieder hier darstellen. Wenn man mit der Plattform arbeitet, ist es auch sehr userfreundlich und ein weiteres Tool, was ich auch hier sehr, sehr häufig nur nutze, ist der Scan. Wir gehen mal kurz in die Apps rein, dann sehen wir, oder werden wir gleich sehen, dass wir hier eine Funktion eines Scans haben, wo wir eins einfach hergehen können, sagen, der Preis soll irgendwo zwischen 5 und 100 Dollar liegen als Beispiel. Ich kann sagen, RSI soll über 85 liegen, kann natürlich auch noch weitere Dinge hier mit reinfügen, also nicht nur Indikatoren aller Basic-Informationen wie Dividenden oder andere Dinge können auch mit eingefügt werden und Sie können das hier auf allen amerikanischen Aktien durchführen lassen. Das sind ungefähr um die 8000 Stück. Und wir machen das vielleicht mal. Ich füge noch kurz das Volumen mit ein. Ich sage, die Aktie soll mindestens ein Volumen von 2 Millionen haben. Da sehen wir jetzt oben diese 9000 Aktien, die gescannt wurden. Wir haben jetzt insgesamt 100 Aktien, die den Volumen- und Preismaßstäben genügen. Und jetzt schaut er unter diesen 100 Werten noch einmal ganz genau rein und prüft, welche jetzt einen RSI über 85 haben, die jetzt sehr stark überverkauft sind. Das werden heute wahrscheinlich nicht allzu viel sein, wenn man die Märkte der letzten Tage sich anschaut. Aber das war jetzt nur mal ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie power oder wie mächtig dieses Tool des Scans ist und was man damit alles machen kann. Also da gibt es mehrere Millionen Kombinationsmöglichkeiten für verschiedenste Scans und das hilft Ihnen sicherlich auch hier einfach mal einen Einstieg zu finden und dann auch die richtigen Werte für Ihre Strategie vorzuselektieren. Es sind jetzt noch zwei, es ist aber interessant, dass wir immer noch zwei Titel haben, die diesen Kriterien genügen. Hier sehen Sie auch die Symbole, ich kann die jetzt rein theoretisch direkt anklicken und dementsprechend dann die im Chart mir weiter oder detaillierter anschauen. Das war jetzt BLMN, können Sie natürlich auch direkt verlinken, das geht hier in der Form ganz genauso, da sehen wir, dieser Wert Bloomin Brands läuft komplett konträr zu dem, was wir jetzt aktuell im gesamten Markt sehen. Also das auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal, sehr interessant zum aktuellen Zeitpunkt und ich glaube auch hier gibt es noch einiges mehr, was wir hier mit berücksichtigen sollten oder erwähnen sollten, wie der Radarscreen, der Ihnen die Möglichkeit gibt, bis zu 1000 Werte parallel zu scannen, funktioniert eigentlich wie ein Excel-Tool. Kann ich das direkt sortieren nach den größten Gewinnern und Verlierern heute. Ich kann mir aber auch hier beliebige Indikatoren reinladen, wo wir jetzt zum Beispiel den RSI als eines dieser Tools gerade eben hatten. Und jetzt einfach mal anschauen, welcher Wert ist denn jetzt am stärksten nicht überkauft, überverkauft. Da haben wir jetzt hier bei unseren Country-ETFs gar keine direkt mit enthalten. Die halten sich alle noch relativ im Rahmen. Gut, heute ist es der Ölpreis etwas stärker, sowie der Erdgaspreis. Das sehen wir an den ETFs.
die etwas stärker unter Bedrängnis geraten sind. Aber das macht es natürlich einfach, dass Sie hier bis zu 1000 Werte parallel im Radarscreen real-time scannen können. Mit einem Klick natürlich auch hier das Ganze direkt im Chart sehen. Das heißt, egal auf welchen Wert ich hier gehe, es wird direkt in meinem Chartfenster geladen mit allen anderen Tools, die Sie hier zusätzlich noch benutzen. Also das ist wirklich schon ein sehr großer Mehrwert, den man hier hat. Und da sind wir jetzt im Prinzip schon beim vierten Merkmal. Also wir hatten den Chart, das Charting an sich, den vollautomatisierten Handel. Wir hatten den Radarscreen und den Scan. Und für alle, die im Optionsbereich tätig sind, ist die Option Station Pro, glaube ich, auch wirklich ein Tool, was von der Aufarbeitung, von der optischen Aufarbeitung, ja, ich will nicht sagen, seinesgleichen sucht. Das wäre vielleicht etwas zu hoch gehangen, aber es ist auf jeden Fall ein wirklich anspruchsvolles Tool, was den Optionshandel deutlich erleichtert. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, natürlich direkt vorgefertigte Strategien auszuwählen. Wir können mal als Beispiel auf einen Iron Condor gehen, weil es einfach eine etwas komplexere Position ist. Ich kann jetzt sagen, Analyze Sell Iron Condor, und er zeigt mir ganz genau dieses Konstrukt an, wo ich Gewinn habe, wie sich der Gewinn entwickelt. Die blaue Linie zeigt das Ganze an, wie es zum Ablauftermin ist. Die gelbe zum heutigen Tag. Jetzt muss ich schauen, was habe ich hier? 18. September, genau. Da sieht man halt, sollte der Preis hier in diesem Bereich zwischen 336 und 300, sind wir da ungefähr 40 liegen. Da haben wir eigentlich unser größtes Gewinnpotenzial. Und so kann man natürlich auch hier Dinge dann noch adjustieren, um dann direkt mal den Blick auf die Entwicklung im Chance-Risikoprofil zu sehen. Und das finde ich wirklich ein sehr, sehr, sehr interessantes Tool, weil bei vielen Kombinationen brauchen Sie genau diese Ansicht, um ungefähr eine Entwicklung zu sehen, wie sich das chancenrisikotechnisch darstellt. Und für den Optionshandel ist die Lösung der Option Station Pro wirklich eine der besten Möglichkeiten, die es hier für den Optionshandel mitgibt. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen: Wir haben Charting, Radarscreen, Scan, vollautomatisierter Handel auf Aktien, US-Aktien und Futures, sowie die Option Station Pro für den Optionshandel. Und damit haben wir wirklich hier einiges an Funktionalitäten, die Sie wirklich hier weiterbringen im S-Markt oder zumindest jetzt im Future-Handel. Und sollten Sie noch weitere Videos oder wollen Sie noch weitere Videos in der Zukunft sehen, dann subscriben Sie bitte zu unserem Channel. Wir würden uns freuen, Sie auch bei den nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Für Kontoeröffnungen, für die TradeStation Securities Variante, nicht zu verwechseln nochmal mit TradeStation Global, können Sie auch direkt unten den Link nutzen oder uns auf unserer Webseite direkt kontaktieren. Wir würden uns freuen, Sie hiermit zu unterstützen oder zumindest an den jeweiligen Mitarbeiter in den USA weiterleiten zu können. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.